YouTube, was geht? Hier ist euer Fashion Bro Patrick von Always Overdressed und heute ist es mal wieder an der Zeit, sich über alte Outfits von mir lustig zu machen. Ich glaube, wir haben das jetzt hier auf dem Kanal schon 2 oder 3 Mal gemacht und jedes Mal hatten wir ein Schmunzeln im Gesicht, denn keiner von euch kann mir erzählen, dass er nicht 1 oder 2 Bilder von vor 4 oder 5 Jahren hat, wo er sich denkt, was habe ich denn da zur Hölle damals angehabt? Ganz normal, Freunde, und glaubt mir, das wird noch viel, viel schlimmer. Werdet erstmal so wie ich, 49 Jahre alt, und guckt dann auf die Bilder, wo ihr 18, 17, 16 wart, zurück. Dann verspreche ich euch, wird dieser Effekt noch viel, viel größer sein. Aber für dieses Video habe ich sogar den ein oder anderen Special Guest mit an Bord. Aber was ich damit meine, werdet ihr später in diesem Video erfahren. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und ich würde vorschlagen, wir labern gar nicht drum rum, sondern gucken uns mal an, was ich denn damals so angehabt habe. Dafür müssen wir auch gar nicht groß suchen, sondern wir gehen einfach auf mein Instagram. Falls ihr mir an dieser Stelle noch nicht folgt, dann solltet ihr das an dieser Stelle gerne nachholen. Scrollen einfach ganz, ganz nach unten, denn ich habe jedes Bild, was ich auf Instagram hochgeladen habe, egal wann, egal wo, immer noch online. Wenn man ganz runter scrollt, dann kann man die ein oder andere Tragödie begutachten. Ich glaube, dieses Outfit mit diesen roten Sneakern hatten wir uns schon mal angeguckt. Das tun wir jetzt mal ganz schnell beiseite. Und heute soll es um ein Outfit gehen, was man, wie man unschwer erkennen kann, in einer Umkleide geschossen habe. Man muss sich einfach mal nur die Hashtags angucken, die ich damals verwendet habe. Ich zitiere: Hashtag zwei Hände, Hashtag Handy hat gewackelt und Hashtag Umkleide wird zur Fotokabine. Zunächst hätten wir da einmal eine Strickjacke, die bis zu den Knien ausfällt, ja, in schwarz-grau. Das war damals ultra angesagt, so Sachen bis zu den Knien zu tragen. Ich kann mich noch dran erinnern, diese Jacke war nicht gerade günstig. Ich glaube, die war von Review und hat irgendwie 90 Euro oder so gekostet. Und da haben mich damals so viele Leute drauf angesprochen, woher ich die denn her hätte, weil die ja so mega geisteskrank ist. Jetzt denke ich mir so, geil. Und wenn wir dann schon so einen Satansmantel haben, der fast bis zu dem Boden geht, darf natürlich auch nicht ein passendes T-Shirt dazu fehlen, was auch nicht gerade kurz ausfällt. Das Lustige dabei ist, dass ich dieses T-Shirt immer noch habe und es einfach ab und zu zum Schlafen verwende. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Man darf auch nicht vergessen, dass dieses Bild, glaube ich, von Herbst 2014 ist, also circa 4 Jahre in der Vergangenheit liegt. Was sehen wir noch? Boah, Leute, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so eine Jeans, auch in so einem Grauton, die einfach mal komplett an der Haut anliegt. Die war so eng. Ich kann mich noch dran erinnern. Die war zwar ultra gemütlich, aber das ähnelte wirklich schon einer Leggings. In Kombination dazu darf natürlich nicht die Pinroll fehlen. Schön hochgekrempelt und immer darauf geachtet, dass bloß keine Luft durchkommt. Also schön eng anliegend. Und an den Füßen sind das einfach ganz normale Nike Air Max 90 in weiß-rot. Also der Sneaker ist an der Stelle wirklich das geringere Übel. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich den jetzt immer noch täglich anziehen würde, aber ich kann mir schon vorstellen, den in dem ein oder anderen Outfit einzubringen. Oder was sagt ihr? Würdet ihr diesen Sneaker auf gar keinen Fall anziehen? Ich finde, Nike Air Max sind ganz normale Classic-Schuhe, die gehen eigentlich immer, außer wenn die jetzt vielleicht in komplett rot sind. Hier nur leichte rote Akzente, deswegen von mir aus gerne. Aber der Rest ist wirklich, ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist, aber es trifft einfach dem heutigen Zeitgeist zu 0%. Und vor allem auch meinen Style momentan spiegelt es einfach mal 0,0 wider. Aber ich bin mir auch sicher, dass jeder von euch eine Person kennt, die immer noch so rumläuft. Wisst ihr, was ich meine? Da gibt es jetzt nicht irgendwie so zu sagen, boah, das ist Herbewack. Das ist einfach nicht mehr up to date. Was mir auch noch auffällt, ist, dass ich eine Uhr umhabe und relativ viele Armbänder am linken Arm. Würdet ihr sagen, dass so etwas klar geht oder nicht? Ich finde es ehrlicherweise gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, gegen eine Uhr ist eh wenig einzuwenden. Aber so Armbänder kann ich mir auch durchaus vorstellen, immer noch zu tragen. Und ich hatte ja erwähnt, dass ich den ein oder anderen Special Guest mit dabei habe. Und ich würde vorschlagen, ich habe genug gelabert und wir hören uns mal an, was die Kollegen so zu sagen haben. Ah, Freunde, grüßt euch. Ja, willkommen zu einem neuen Video hier von mir, eurem Fashion Bro
Victor, ich habe hier mal mein iPad rausgekramt, wo ich das ganze Outfit jetzt in voller Pracht betrachten kann. Ihr werdet es wahrscheinlich eh schon gesehen haben. So, mein Freund, wir sollten ja dein Outfit bewerten. Wir haben das Bild ja schon gesehen. Genau. Das ist jetzt keine Überraschung für uns. Wir sitzen gerade so mitten im Studio und dachten uns, okay, dein Mundsammlungsbefehl. Wir analysieren mal jetzt Stylecheck Patrick vor ein paar Jahren. Vor 2000 wann? Keine Ahnung, welches Mal das Bild ist. Wenn ich mir das Foto jetzt gerade angucke, denke, also ich glaube 2013 so. Der gute Patrick hat hier ein weißes Longtee. Ich weiß gar nicht, ob das so ein bisschen debrowned geschnitten ist. Mit einem ja, anthrazitfarbenen Wollcardigan kombiniert. Alles natürlich für die damalige Zeit trendy lang geschnitten, damit es auch schön die Beine verkürzt. Dieser Wollcardigan hat auch hinten noch eine locker sitzende Kapuze, damit sich das Ganze auch schön etwas kräuselt. Das Schlimmste an diesem Outfit ist dann sein Rata-Mantel. Mit einem Touch von Ghetto, indem er das Ganze in einer Hoodie-Form hat mit Kapuze. Ja, das ist zu 99% so ein Standard H&M-Oberteil. Ja. Feier ich überhaupt nicht, Digga, geht gar nicht klar. Irgendeine Uhr kann ich auch nichts dazu sagen. Dann ein bisschen Accessoires am Ärmel. Am Ärmel, sage ich. Dann ein paar Accessoires hier am Handgelenk, auch vollkommen okay. Dazu eine schwarz-silberne Uhr. Und an dem anderen Arm schwarze Lederarmbänder, um das noch abzurunden. Für diese Zeit ebenfalls beliebt. Ich schätze das ganze Outfit mal so 2013 ein. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht. Abgerundet mit einem Holzarmband, mit Ikonenbildern. Für die damalige Zeit auch natürlich ein Must-Have. Ich will da auch gar nicht lügen. Die hatte ich natürlich ebenfalls. Haare sitzen on fleek. Ja, Haare, also dein gesichtiger Top. No Calvin Klein Model. No Calvin Klein Model, auf jeden Fall. Aber so styletechnisch, naja. Da hat er, glaube ich, hier hinten noch irgendeine Jacke. Er hat das mit einer Umkleide gemacht. Was ich überhaupt nicht feier, sind diese Pinrolls. Kennst du Pinrolls? Nee, man muss wissen. Diese. Wo die Hose hängt eigentlich, ja. Aber die falten das einmal, ah, okay, und kreppeln okay, das zweimal ja. Hoch, dann ist ein auf Cargo-Style, okay, so. Ja, ein auf verstehe. So Öko-Möko-Geschichte. Ich weiß nicht, ob es schwarz oder ebenfalls anthrazitfarbene Ripped Jeans, die er natürlich auch mit einer Pinroll stylt. Bei den besagten Sneakern handelt es sich um die Nike Air Max One, ein ganz klassisches Modell. Er benutzt die in dem Fall als Eyecatcher. Das ganze Outfit ist etwas schlichter gehalten. Die Sneaker mit diesen roten Akzenten. Damals natürlich auch eine recht angesagte Farbe. Er hat es Gott sei Dank etwas dezenter gehalten. Da gab es ja auch einige Kandidaten, die da zu der All Red Variante gegriffen haben. Styletechnisch warst du auf jeden Fall eine Niete, mein Freund. Da hast du dich auf jeden Fall mega entwickelt. ja, das war's von uns. Für die Zeit will ich jetzt nicht lügen. Ein recht stabiles Outfit. Kann ich jetzt gar nicht viel Schlechtes zu sagen. Ich gebe dem Patrick für das Outfit eine 7 von 10 auf der Victor Braun Fashion Skala. Von daher natürlich alles immer eingeordnet in den damaligen Zeitkontext. Freunde, das war's von mir zu diesem Outfit von Patrick. Ich hoffe, ihr geht konform mit meiner fachkundigen Meinung. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Video und bin auf andere Meinungen äußerst gespannt. Okay, Freunde, das soll jetzt erstmal an dieser Stelle reichen. Danke auf jeden Fall an Jan, danke natürlich auch an Victor für diese wirklich hinreißenden Beiträge. Ich packe euch deren Kanäle gerne mal unten in die Beschreibung, dann könnt ihr die Jungs mal abchecken. Jetzt ist eure Meinung gefragt, was sagt ihr zu diesem Outfit? Ist es ultra wack und No-Go oder sagt ihr eher, das ist ein Fall von außer Mode gekommen? Eure Meinung unten in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem doch gerne einen Daumen nach oben. Es würde mich mega freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace! So, erstmal direkt Jan und Victor anrufen und fragen, warum die sich so über mein Outfit lustig gemacht haben. Denn die laufen doch selber immer noch so rum.